So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Phasmophobia-Guide von meiner Seite aus, Leute. Und zwar, erstmal danke. Danke. Mein Anfänger-Guide hat wunderbar fast 1000 Aufrufe. Ich habe ziemlich viele neue Abonnenten dazu bekommen. Vielen Dank dafür und macht's euch hier bloß gemütlich. Das hat mich aber auch dazu inspiriert, einfach mal ein neues Video zu machen. Da gibt es mich jetzt seit längerer Zeit. Ja, es gab ja mehrere Updates in letzter Zeit, also es ist ja schon ein bisschen was her. Aber ich höre immer wieder, dass Leute noch Probleme mit dem Spiel haben, es teilweise nicht mehr richtig spielen können und irgendwie ständig sterben bei jeder Hand. Und ich versuche euch damit jetzt etwas zu helfen. Ihr ging jetzt nach Tanglewood auf Anfänger, wo wir auch das letzte Video gemacht haben. Aber diesmal erkläre ich euch, wo die ganzen Verstecke oder Hiding Spots sind, wie ihr sie am besten benutzen könnt und was mir auch schon Schönes passiert ist, erzähle ich euch auch. Bis gleich. So, also wir sind auf Tanglewood. Ich habe jetzt nur die Startausrüstung dabei, weil wir nur einmal eben die Hiding Spots abgehen. Und zwar auf Anfänger, weil wir haben 5 Minuten Zeit, wo der Geist uns komplett in Ruhe lässt. Außerdem sind eigentlich alle Hiding Spots frei. Und deswegen gehen wir jetzt auf Anfänger durch die Maps und vorab, ich mache nur die kleinen Maps, weil ich habe schon gehört, dass Asylum ein Rework bekommt und all solche Sachen. Und ich weiß sowieso gerade nicht genau, wo in Asylum alle Hiding Spots sind. Das ist ein bisschen weirder. Deswegen gehen wir jetzt vor allem durch die Häuser, die ich sowieso immer spiele. Und da sehen wir uns die mal etwas genauer an. So. Also, fangen wir damit an, dass der Geist sofort Sachen durch die Gegend wirft. Ich glaube, ich. Ja, ich wechsle mal ganz kurz. Ich habe ja jetzt nur Statusrüstung dabei. Ich wechsle mal ganz kurz zwischen starke Taschenlampe dabei. Ist doch ein bisschen dunkel, ne? Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und in der Runde davor war es ein Shade. Tatsächlich. Ich hatte mit etwas anderem gerechnet. Er hat jetzt aber auch schon wieder Sachen durch die Gegend geworfen. Aber darum geht es jetzt nicht. Wir sind jetzt hier, um die Hiding Spots zu sehen. Also. Ich habe euch früher so schöne Dinge gezeigt wie Door Hiding, also hinter der Tür verstecken. Hinter der Tür so verstecken, Taschenlampe aus natürlich, wieder in der Hand. Und man war sicher. Vor einer Weile war es allerdings so, dass das Türverstecken von den Entwicklern nicht mehr gewollt war. Beziehungsweise war noch nie gewollt. Man sollte eigentlich immer die Hiding Spots benutzen. Das Problem, was man aber hatte auf Profi, man hatte nur einen Hiding Spot. Ja, das ist halt ein bisschen wenig, ne? Und ein oder zwei vielleicht, je nach Map. Und da waren dann, wenn die dumm gelegen waren, vielleicht noch im Geisterraum, konntest du die halt nicht nutzen. Deswegen wurden die Anzahl der Hiding Spots auch auf Profi erhöht, sodass man jetzt aber auch die Hiding Spots verwenden sollte. Und jetzt ist es so, dass die Geister, wenn die in Räume kommen, hinter die Türen sehen. Und das heißt, wenn ihr euch hinter der Tür versteckt, seid ihr sofort tot. Der reißt die Tür auf und ihr seid weg vom Fenster. Darum gehen wir jetzt durch die Hiding Spots durch. Also, hinter der Tür verstecken ist jetzt wie gesagt witzlos. Das heißt, wir gehen hier in das erste Schlafzimmer und haben dann hier in dem Schrank auf jeden Fall ein gutes Versteck. Ich freue mich immer, wenn der Geist, wenn wir ein Versteck hier drin haben, weil dann bereite ich mir den Schrank so vor. Wo bin ich denn hier? Oh, ich check auf den. So. Bereite ich mir den Schrank so vor. Und wenn ich dann irgendwann gehuntet werde, renne ich einfach schnell hier rein und ziehe die Tür hinter mir zu. Licht aus. Idealerweise lauft ihr schon im Dunkeln hier hin. Also mit Licht aus. Wichtig ist tatsächlich, dass die Geister nicht sehen, wie ihr in die Verstecke lauft. Das ist oft der Trick, weil er hat hier eine Line of Sight, direkt hier hin zu euch. Von da hinten bis hier hin. Das heißt, idealerweise brecht die Line of Sight einmal, indem ihr reinlauft und die Tür einmal eben hinter euch zuzieht und euch dann versteckt. Das ist ideal, weil der Geist euch so verliert und euch da nicht länger sucht. Der Raum hier ist nichts. So, der Geist läuft immer zu der euch letzten bekannten Position, also wo er euch zuletzt gesehen hat, und sucht da. Wenn ihr also in einen Raum kommt, in dem ihr euch versteckt, das zeige ich euch gleich, und er weiß, dass ihr im Raum seid, wird er euch vermutlich finden, auch im Hiding Spot. So, jetzt aber folgendes. Hier der Schrank ist auch frei. Bei solchen Schränken müsst ihr aber ein bisschen aufpassen. Der Geist, ihr macht die Tür zu, der Geist wird sie ja immer mal wieder aufmachen. Und vielleicht habt ihr auch Pech, und er macht die Tür auf, sieht euch und tötet euch sofort. Diese Schränke sind nicht 100% sicher. Sollte der Geist aber die Tür aufmachen, könnt ihr sie sofort wieder zuziehen und hoffen, dass es, ne, reicht. So, hier im Kinderzimmer. Oh, cool, eine Dose.
Im Kinderzimmer ist ein Hiding-Spot, und zwar hier. Wenn der nicht frei ist, der Hiding-Spot, stehen die Kisten daneben. Ihr könnt euch hier verstecken. Und das ist aber auch ein gutes Versteck dafür, also ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn der Geist sieht, dass ihr in den Raum läuft. Wenn der Geist von da hinten kommt, brecht ihr einmal die Line of Sight durch diese Wand hier, lauft dann hier durch, versteckt euch, wird euch vermutlich nicht finden. Aber wenn ihr, wenn er sieht, wie ihr reinlauft, und ihr versteckt euch dann hinter, wird er euch finden. Also er ist nicht blöd, der Geist. Er weiß schon, dass ihr euch in dem Raum befindet. Da müsst ihr also auch ein bisschen trickreich sein. So, hier haben wir wieder einen Schrank. Der ist hier sogar noch dümmer als der andere. An dem Schrank kommt der Geist nicht so oft vorbei wie an dem hier. Das hier ist der Hauptschrank sozusagen. Hier kommt er immer vorbei, wenn er sucht. So, hier drin gibt es keinerlei Hiding Spots. Hier ist gar nichts. Hier konnte man sich auch früher hinter der Tür verstecken. Das hat auch lustigerweise mal funktioniert noch eine Weile. Aber jetzt auch nicht mehr so. Der Geist ist übrigens sehr aktiv, da war die ganze Zeit Türen offen zu hier. Genau. Dann. Hier in der Küche gibt es keinen Hiding Spot. Manche verstecken sich gerne mal hier hinter und hoffen das Beste. Das kann funktionieren. Je nach Dauer des Hunts auch. Hier in der Garage, hinter der Tür geht ja auch nicht mehr. Aber in der Garage haben wir zwei Spinde. So. Die sind mal frei, mal nicht. Das müsst ihr eben sehen. Und dann gibt es hier in Tanglewood einen neuen Hiding Spot. Und zwar im Keller. Der wurde hinzugefügt. Und zwar hier. Das ist schön, dass jetzt der Keller auch einen Hiding Spot hat. Hier hinter verstecken einfach und warten, bis der Hahn vorbei ist. Problem auch hier, du müsst sehr lange in den Raum reinlaufen. Ne? Also ich meine, selbst wenn der Geist einen verfolgt, der kommt die Treppe runter. So. Und ich renne dann hier rüber. Ist die Chance zwar hoch, dass er mich nicht findet, aber der kann auch direkt hinter mir sein und sehen, wie ich ins Versteck laufe. Und dann war es das wieder. Naja, gut. Das war es erstmal mit Tanglewood. Das müssten alle Hiding Spots gewesen sein. Wenn ich was vergessen habe, bitte einmal runterschreiben. Ich kenne auch bestimmt nicht jeden Hiding Spot, aber ich versuche die meisten aufzuzählen. Wir sehen uns dann auf der nächsten Map. So, herzlich willkommen in Ridgeview. Ich mache mir ja Licht an, weil es ja echt dunkel ist. Und Ridgeview wurde ja vor einer Weile schon umgebaut. Und wieder ist der Geist sehr aktiv. Es ist irgendwie lustig. Ridgeview hat ja das Wohnzimmer getauscht. Das Wohnzimmer war vorher hier. Hier war das Wohnzimmer. Und die Küche war vorher hier. Das wurde geändert. Das ist auch in Ordnung. Das stört ganz keinen. Und hier im Wohnzimmer direkt hat sich ein neuer Hiding-Spot gebildet. Wenn er da ist, sind die Kisten da. Es ist also schon ganz gut, gerade wenn ihr auf höheren Schwierigkeitsgraden spielt, wenn ihr zuerst nicht nach dem Geist sucht, sondern zuerst nach den Hiding-Spots, gerade in den kleinen Maps. Sucht die Hiding-Spots und merkt euch, wo sie sind. Damit ihr, wenn ihr dann auf der Flucht seid, schnellst entscheiden könnt, wo ihr hingeht. Und vor allem, dass ihr euch immer so positioniert, dass ihr im Rücken einen Hiding-Spot habt. Und nicht irgendwie mitten im Raum steht und der Geist huntet und dann war es. Ne? Also gerade wenn die Sanity tief ist. Wie gesagt, hier im Wohnzimmer ist ein Hiding-Spot. Aber früher konnte man sich auch hier hinter der Tür verstecken. Das ist natürlich jetzt auch passé. Könnt ihr vergessen. Hier hinter der Tür geht auch nicht mehr. Meine Lieblingskellertür geht auch nicht mehr. Sehr, sehr traurig alles. Aber ehrlich gesagt, da man jetzt mehr Hiding-Spots hat, ich habe mir überlegt, wie die Kamera mit, kann ich ein paar Bilder machen. Da man jetzt mehr Hiding-Spots hat, ist es nur halb so wild. Hier in der Garage zum Beispiel, fangen wir mal an, sind direkt zwei neue Spinde dazugekommen, ganz am Anfang. Und dann gibt es noch, wie früher, die alten Spinde hier hinten. Die sind nicht immer auf. Manchmal hast du, dass die vorderen zu sind, die hinteren sind auf oder beide sind zu oder nur die hinteren sind auf oder nur die vorderen sind auf. Also das ist immer ein bisschen anders. Gut. Gehen wir mal runter in den Keller. Vermutlich seht ihr sogar mehr als ich, weil die Sonne scheint bei mir gerade quer aufs Bild und da sehe ich nicht so viel. Wo war denn hier jetzt der Lichtschalter? Da. So. Ihr habt hier, wenn ihr reinkommt, direkt zwei Spinde. Hier um die Ecke stehen manchmal Kisten, da könnt ihr euch hinter verstecken. Ihr seht aber, der Weg dahin ist weit. Ist aber ein guter Hiding-Spot grundsätzlich. Wenn ihr jetzt gerade die Treppe runterlauft und der Geist kommt von oben, habt ihr genügend Zeit, euch dahinter zu verstecken. Auf der Seite ist nichts. So. Okay. In der Küche gibt es keinen konkreten Hiding-Spot, aber er funktioniert ganz gut hier hinterm Kühlschrank. Er bricht die Line of Sight und solange der Geist nicht zu weit in den Raum kommt, geht das. Und der geht ja nicht immer weit in den Raum.
im Schlafzimmer ist auch ein Heiligenspot dazugekommen, beziehungsweise hinten im Wandschrank. Wenn diese Kisten hier stehen, habt ihr hier hinter einen Heiligenspot. Nachteil, ganz großer Nachteil, der Weg ist weit. Sieht der Geist, wie ihr hinten reinläuft, seid ihr trotzdem tot. Wie gesagt, der Geist ist nicht blöd. Nur weil ihr im Heiligenspot seid, seid ihr nicht unsichtbar. Es gibt dann auch Geister, die wissen genau, du bist in der Ecke und suchen, bis sie dich haben. Okay. Hier oben haben wir dann wunderschön die Schränke. Schränke. Tja, und das war's eigentlich. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Außer ein Knochen. Und ansonsten haben wir noch hier in dem Kinderzimmer einen Heilungspot. Das ist der hier, in dem Schrank. Und hier der Schrank. Hier oben habt ihr also vor allem Schrankspots. Das ist nicht ideal, aber es funktioniert im Notfall, ne? Gut. Damit sind wir auch mit Ridgeview durch und wechseln jetzt zu Edgefield. Bis gleich. Und da sind wir jetzt dann auch in Edgefield. Sehr schön. Ich mache mal ein Bild davon. So. Also, im Erdgeschoss. Fangen wir mit Hidingspots. Hier keiner. Auch hier nicht. Also, in der Küche. Man hatte hier, konnte man sich mal hinter der Tür früher verstecken. Da haben sie jetzt Heizungen angebracht. Genauso wie hier. Das war also der erste Versuch, dieses Türhiding zu blocken, ne? Mit Heizungen. Nicht so dahinter gestellt. So, geht alles nicht mehr. Ein Hidingspot ist, wenn der Geist nicht weiß, dass ihr hier seid, könnt ihr euch tatsächlich hier verstecken. Der kommt nicht so weit rum, um euch hier zu sehen eigentlich. Nicht 100% sicher, aber im Notfall vielleicht eure einzige Chance. Dann hier. Hidingspot neu in der Garage. Ja, aus der Breaker, wie schön. Ist nicht immer auf, müsst ihr halt schauen. Von hier aus, im Keller, ist auf jeden Fall... Was ist auf jeden Fall? Ist hier unten auch die Locker wieder, also die Spinde. Da könnt ihr euch natürlich drin verstecken. Und ja, man kann theoretisch sich auch hier ganz in der Ecke verstecken. Das kann funktionieren, solange der Geist nicht hier rumkommt. Ne? Also es kommt ein bisschen darauf an, wie weit er in den Raum kommt. Ist aber nicht ideal. Also der einzige richtige Hiding-Spot ist eigentlich hier. Okay, dann war das Erdgeschoss und Keller. Hier oben haben wir hier einen Schrank im Zimmer. Und auch hier wieder ganz wichtig, Leute, prüft, bevor ihr startet, wo die Hiding-Spots sind. Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Hier ebenso wenig. Ich dachte, also früher wäre das ein guter Hiding-Spot gewesen noch, fast. Aber der gibt's auch nicht mehr. So, dann haben wir hier die Schränke natürlich. Hier kommt der Geist aber sehr oft vorbei, und zwar an beiden. Das ist nicht ideal. Da wird er immer wieder die Türen aufreißen, wenn er vorbeikommt. Die Chance dazu ist relativ hoch. Hier ist kein Hiding-Spot im gelben Schlafzimmer oder im grünen. Ja, grün eher. Im blauen Schlafzimmer war ja mein alter Lieblings-Hiding-Spot hier hinter der Tür. Der geht ja auch nicht mehr. Oh, ein schöner Knochen. Aber da der Schrank. Dann hinten im Master Bedroom sind unsere letzten Hiding Spots. Entweder in dem Schrank hier oder in dem. Wobei der letztere hier, der hier sogar der idealste ist, weil der Geist hier am allerwenigsten vorbeikommt. Ja, damit sind wir mit Edgefield durch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Willow. Wir erreichen jetzt das Willow Street House und betreten das. Und direkt die erste Neuerung, es gibt auch hier jetzt einen Hiding Spot. Im Schlafzimmer. Das muss sein. Im Schlafzimmer, Wohnzimmer, ist hier direkt eine Kiste. Die zählt auch als Hiding Spot. Die ist aber nicht immer da, leider, natürlich nicht. So, dann haben wir schon gehört, wie der Geist die Sachen durch die Gegend wirft, weil er sich irgendwie geil vorkommt oder so. Der Kühlschrank-Hiding Spot, der Kühlschrank stand vorher so und konnte sich da in der Ecke verstecken, ist nicht mehr da. Hinter der Tür hier verstecken ist ja auch nicht mehr drin. So. Man kann mit etwas Glück sich hier hinter verstecken. Das hat schon ein paar Mal bei der Fini funktioniert. Wenn der Geist hier nicht rumkommt. Sonst habt ihr hier auch einen Hiding Spot. Wenn diese Platte nicht da ist, sondern nur die da ist, zählt es nicht als Hiding Spot. Das ist dann wieder etwas Glückssache, ob der Geist zu weit rumkommt. So ist es aber schon ein vollwertiger Hiding Spot. So.
Aber ihr müsst natürlich durch den Raum kommen und euch dahinter verstecken, ohne dass der Geist es irgendwie mitkriegt. Gut, das Auto könnt ihr als Line of Sight brechen, nutzen, so geduckt, rutsch, rum, fertig. Aber Risiko habt ihr, ihr habt jetzt in jedem Hiding Spot. Das hier ist auch einer. Wunderschöner Hiding Spot. Und den hier. Das heißt, wir haben in der Garage drei vollwertige und einen improvisierten Hiding Spot. Kleine Geschichte dazu. Ich bin hier hinter auch getötet worden. Der Geist kam hinten aus dem Kinderzimmer raus, kam hier rum, hierher, lief hier rum, direkt dahinter und tötet mich. Ich weiß nicht warum, ich hatte keine elektrischen Geräte dabei, gar nichts. Ich schmeiß die unterwegs immer weg. Aber er muss mich da irgendwie noch bemerkt haben in irgendeiner Form. So. Das sind auch im Erdgeschoss, ja nicht alle, aber... Du bist also hier, das ist schön zu wissen. Hier ist kein Hiding Spot. So. Dann haben wir hier die Kinderzimmer. Schlafzimmer meine ich. Ja, ist auch ein Kinderzimmer, ist richtig. Du bewegst dich? Könnte eine Interaktion sein. Hier hinten in der Ecke, das habe ich schon immer erzählt, ist ein Hiding Spot, wenn ihr die Tür so aufmacht. Und diesmal ist es ein offizieller. Ihr könnt euch hier hinter so verstecken. Wenn er denn da ist. Püppchen. So. Dann gegenüber im Schlafzimmer. Hier hinter diesen Akten, könnt ihr euch ganz gut verstecken. Ne, immer mit Licht aus, nicht vergessen. Der Geist kann euch zwar sehen, aber die Chance ist gering. Gerade wenn der Hand länger dauert, kann man dem gut aus dem Weg gehen. So, hier stand dieser wunderschöne Stuhl, stand eigentlich immer da vorne an der Wand, da konnte man sich so hinterquetschen. Jetzt ist es ein vollwertiger Hiding Spot, den man sich so hinter versteckt. Wenn der Hiding Spot nicht da ist, steht der Schrank einfach. Der Schrank. Das ist kein Schrank, das ist ein Stuhl. Dieser Stuhl steht dann schön an der Wand, ganz gerade. Dann wisst ihr, es ist kein Hiding Spot. Okay. Runter in den Keller. So, hier im Keller haben wir am Ende des Ganges, wenn wir Glück haben, zwei Mülltonnen stehen, hinter denen wir uns so verstecken können. Hiding Spot. Nicht leicht, wenn der Gang so lang ist und der Geist euch die ganze Zeit verfolgt. Aber manchmal muss man es auch einfach riskieren. Manchmal verliert einen der Geist auch. Es ist immer, es kommt man so ein bisschen drauf an. So. Hier hinter verstecken, ja, nein, ist so eine Glaubenssache. Es hat bei mir auch schon ein paar Mal funktioniert. Aber ich würde meinen Hintern jetzt nicht drauf verwetten, sage ich euch ganz ehrlich. Das gleiche gilt auch für den Hiding Spot hier. Da. Hier kann man sich auch verstecken. Mit etwas Glück geht der Geist einfach an einem vorbei. Mit etwas Pech, aber auch nicht. Ich weiß, es sind rosige Aussichten. Aber so ist es halt. Und damit sind wir mit Willow tatsächlich schon durch. Ging ratzfatz, ich weiß. Und jetzt gehen wir zu den Farmhäusern. Und da müssen wir jetzt tatsächlich selber mal so ein bisschen gucken, weil da bin ich mir manchmal nicht hundertprozentig sicher, tatsächlich, was als Hiding Spot zählt und was nicht. Aber wir sehen uns das gemeinsam an und dann werden wir da schon schlau draus werden. Bis gleich. Da sind wir dann jetzt im Bleasdale Farmhaus. Das ist das mit dem wunderschönen Dachboden. Und wir fangen an, ein Hiding Spot kann direkt hier sein. Hinter der Uhr. Es gibt tatsächlich auch in einem anderen Farmhaus jetzt einen schöneren Hiding Spot als den wir damals zur Treppe hatten, aber das sehen wir dann, wenn wir so weit sind. So. Hier ist der Spiegel, den machen wir ein Foto. Und hier kann auch eine Kiste. Kistenbox Parade stehen. Das ist, wenn man das Wort nicht abbrechen möchte, sondern einfach weiter labert. Da kann man sich hinter verstecken. Da vorne kann man dann ein schönes Foto vom Spiel machen, weil das wunderschön ist. So. Genau. Ich mach mal hier Licht an. Das Farmhaus ist eh dunkel genug. Södele. Man hat sich früher gerne mal hier hinter versteckt. Und das kann auch funktionieren. Muss aber nicht. Wollte schon mal gesagt haben. Also kein vollwertiger Hiding Spot, sagen wir mal so. Hier war jetzt, muss ich mal kurz gucken, hier war nichts. Man kann sich hier auch irgendwie hinter verstecken und hoffen. War so, ne? Wie war das denn so? So hier hinter verstecken und hoffen. Aber da muss man schon sehr hoffen, weil das oft nicht funktioniert. Das sind übrigens alles so Sachen, die habe ich auch mal von Freunden gehört, die mir gesagt haben, die haben sich da versteckt und da versteckt, das hat dann funktioniert. Und bei manchen Sachen bin ich skeptischer als bei anderen.
Hier ist nichts. So, dann gehen wir hinten zur Werkstatt. Und in der Werkstatt haben wir so keinen Hiding Spot, aber tada! Den Spind, der fast immer zu ist bei mir. Aber oft hänge ich den Geist auf der Map auch ab, weil gerade auch, selbst auf Profi, der Geist huntet, aber das ist ja eine kleine Map. Dann huntet er nicht so lange. Und je nachdem, wo der Geist gerade ist, wenn er nicht sehr zentral hier ist, kann man den auch echt gut abhängen. Wenn er zum Beispiel oben ist, kann man locker in die Garage laufen hinten und oder die Werkstatt und der kriegt dann gar nicht mehr. Okay. Hier oben. Der Gang, logischerweise ein Gang. So. Hier, früher hinter der Tür versteckt, geht nicht mehr. Ihr könnt euch natürlich hier verstecken, aber der, wie gesagt, der guckt hinter Türen, ihr seid sofort tot. Ist natürlich besser, als einfach jetzt mitten im Gang stehen zu bleiben, ne? So. Hier war dann auch nichts. Wunderschöner toter Raum. Ihr könnt euch hier hinter verstecken. Das könnt ihr versuchen. Der kommt vielleicht nicht hier rum. Die Chance dafür ist recht hoch, dass er nicht rumkommt. Weiß nicht, ob er da war. Ich mache mal ein Bild. So. So, hier haben wir... Ich halte hier Knochen. Hier haben wir diese Raumtrenner. Die sind Hiding Spots, aber hinter denen... Das muss ich jetzt also als Geschichte auch mal erzählen. Hinter denen werde ich auch fast immer getötet. Sie zählen als wirklich als vollwertige Hiding Spots. Aber ich finde sie nicht sicher. Sag ich jetzt mal so. So, hier ist kein Hiding Spot. Das Geister-Event übrigens erstmal, deswegen ist da nicht das gegangen. Hier ist auch kein Hiding Spot. Auch keiner, auch keiner, auch keiner. Also wieder ein Raum ohne Hiding Spots. Ihr seid hier also auf diesen Raumtrenner angewiesen. Und ich glaube, hier war auch ein Raumtrenner drin, ne? Nee, hier war aber die Puppe ein Hiding Spot, glaube ich. Wenn man sich die Bubas so anguckt, habe ich irgendwo gesehen, dann ist man sicher. Ob das stimmt, ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, aber Bubas sind immer gut, merkt euch das. Dann gehen wir nach oben. Oh, und hier oben hat wohl der Geist gewütet, sozusagen, Licht angemacht. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Hiding Spot, du kannst dich hier hinter verstecken. Man kann aber sich hier oben hinter theoretisch allem verstecken, was leider auf Zeit bricht. Das ist halt so. Dann haben wir hier noch den hier. Hier hinter könnt ihr euch verstecken. Dann hinten am Breaker, hinter dem Schrank. Und es ist sowieso immer ein bisschen Glückssache, wo der Geist hinkommt, ob er zu euch kommt und wie auch immer. Ne? Also, die Farmhäuser sind manchmal sehr, sehr, sehr undankbar. Aber die Raumtrenner und die Schränke sind eigentlich die validen Hiding Spots hier. So. Mal kurz gucken, ob der da war. Ja, war eine Interaktion. Guck mal an. Okay. Dann war das mit der Map schon wieder alles. Und wir fahren jetzt rüber zum Grafton Farmhouse. Bis gleich. Das Grafton Farmhouse ist mein persönliches Lieblingsfarmhaus. Für den braucht man natürlich auch einen Schlüssel. Und den habe ich natürlich hier. So. Ja, fangen wir mal an. Unter der Treppe hier ist der alte Hiding Spot immer noch da. Er sieht nur etwas anders aus. Denn jetzt sind hier zwei Schränke. Dieser vordere Schrank ist nicht da, wenn das kein Hiding Spot ist. Man kann sich dann aber immer noch hier so verstecken, dass man das hier als Line of Sight brechen nimmt. Das geht immer noch. Aber die Chance ist natürlich dann höher, dass man gesehen wird. Zumal, ganz wichtig, sollte der Geist durch die Tür kommen, ist der Hiding Spot nutzlos. Weil, wenn ihr um die Ecke rennt, euch hier verstecken wollt, sieht der Geist, wie ihr von da hier hinterlauft. Muss vorsichtig sein. So. Hier rechts rum ist einmal das Doppelschlafzimmer, dieses Doppelbettzimmer. Und dann habt ihr hier hinten im Schrank eine Kiste, wo ihr hinter verstecken könnt. Das ist ein ganz normaler Hiding Spot, der ist aber auch nicht immer da. Und dann habt ihr hier im Lagerraum den Hiding Spot hier. Wenn diese Kisten nicht da sind, ist der auch nicht da, der Hiding Spot. So, Knöchskin. Mal hier, der muss auch hier sein, der Geist, auf jeden Fall. Okay, das zählt nicht mehr. So, hier im Schlafzimmer. Ist das hier ein Hiding Spot?
Den halte ich aber immer für sehr unsicher, muss ich ehrlich sagen. Ich würde mich hier noch hinter den Bubas verstecken, so ein bisschen so. Aber trotzdem, sicher halte ich das nicht. Idealerweise nehmt ihr den Hiding-Spot hier. Der ist in dem kleinen Schrank dahinter. Da seid ihr etwas sicherer drin. Ist aber auch blöd, weil man hier lange laufen muss. Aber das Ding hier bricht wenigstens Line of Sight und der verliert euch ein bisschen aus den Augen. So. Hier im Bad ist dann tote Hose angesagt. So. Der Geist rennt hier rum, macht Alarm. Was ist denn hier los? Ich bin hier gerade in einem Tutorial-Video, ja? In einem Guide. Könntest du bitte etwas ruhiger sein, ja? Danke. Hab ich bezahlt mit dem Foto. So. Dann gehen wir hier rüber in die Küche. In der Küche selbst haben wir keinen Hiding-Spot. Der ist total unsicher. Bloß nicht versuchen. Der läuft hier nämlich um den Tresen rum und sieht einen sofort. So, dann haben wir hier wieder Bubas, aber diesmal sind nicht die Bubas sicher, sondern hier der Matratzenspot. Einfach hier hin. Sonst stehen hier Kisten, wenn er zu ist. Aber ihr seht ja, ob ihr in den Hiding-Spot reinkommt oder nicht. So. Ich sag's nur gern immer wieder dazu. Okay. Gehen wir nach oben. Hier oben haben wir den Universal-Hiding-Spot, der geht eigentlich immer hier hinter. Hinter dem Stuhl. Der klappt wirklich gut. Kein Scherz. Darfst du nicht sehen, dass ihr dahinter lauft oder so? Aber er klappt gut. So, dann haben wir hier im Schlafzimmer. Haben wir hier eine Trennwand. Hiding Spot. Bin ich jedes Mal hinter getötet worden. Halte ich für nicht sicher. Irgendwas ist mit dem Spot. Manchmal ist aber der Geist einfach zu schlau für einen. Vielleicht kann das auch sein. Dann haben wir hier oben in dem Dachboden links haben wir den Spind. Oder die Spinde. Guck mal, hier haben wir den Circle of Doom. Ja. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind wir damit dann, glaube ich, schon durch. Genau, hier im Bad war nämlich nichts. Ich gehe nur auf Nummer sicher, einmal ganz kurz. Ja, das war's nämlich. Da oben bei den Spinden war der letzte Hiding-Spot. Der hier ist sehr zentral. Den würde ich mir an eurer Stelle immer im Rücken halten. Hier kann man immer hin, der ist immer da. Grundsätzlich. So, wie gesagt, die größeren Maps und so spreche ich jetzt auch nicht durch, weil es tatsächlich ja jetzt auch zu einem Rework kommt bei Asylum und so weiter. Und ich da irgendwie gar keinen. Soll ich jetzt einen Guide machen, ne? Ist ja Quatsch. Und ich kenne da auch gar nicht alle Hiding-Spots, das kommt immer schwer dazu. Es kann auch sein, dass ich etwas vergessen habe oder so, dann bitte einmal in die Kommentare. Flamet mich ruhig, dann fange ich an zu weinen und dann ist alles ganz schlimm. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt das Leben ein bisschen leichter machen. Wie gesagt, Door-Hiding funktioniert nicht mehr. Ihr müsst jetzt die Hiding-Spots benutzen. Ich persönlich hätte mich darüber gefreut, wenn Door-Hiding gar nicht ganz entfernt worden wäre, sondern man einfach nur die Doors, also die Türen, zu einem normalen Hiding-Spot gemacht hätte. Das ist also eine valide Methode, sich so zu verstecken und man aber einige Türen einfach blockiert zwischendurch. Dass man also sagt, okay, dann ist da mal eine Heizung, ist da mal keine Heizung oder die Tür geht mal in die andere Richtung auf oder da sind mal Kisten hinter oder was weiß der Geier. Das hätte ich schon legitim gefunden. Dieses ganz oder gar nicht, da bin ich sowieso kein großer Freund von, weil das ist jetzt genau das, was jetzt die meisten Spieler, von denen ich so höre, das Problem mit haben, dass sie jetzt nicht mehr wissen, wie das Spiel, nein, in Anführungszeichen, zu spielen sein soll. Wir sollen jetzt wieder auf die alten Werte zurückgreifen, wieder Hiding-Spots benutzen. Vorher hat man aber irgendwie, weiß ich nicht, 3-4 Monate lang Door-Hiding verwendet, um sich vor ziemlich allen zu beschützen. Also, ja. Deswegen, ich kann es verstehen, wenn manche da jetzt ein bisschen ungehalten sind. Aber ich hoffe einfach, dass ich euch jetzt ein bisschen wenigstens ein bisschen helfen konnte und euch das Video wieder gefallen hat. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare, freue ich mich drüber. Na, Like, Abo, ihr kennt es, es macht jeder, ich muss es leider auch tun. So. Wenn mein guter Kumpel, der Gunnar, das sieht, dann gibt er mir ein Dislike, alleine dafür, dass ich das gesagt habe. So. Und euch wünsche ich jetzt einen wunderschönen Abend noch oder wunderschönen Tag oder wann ihr das auch mal schaut. Wir sehen uns im nächsten Video. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch auch normales Gameplay interessiert. Also nicht nur Guides, sondern ob ihr auch auch einfach normale Runden sehen wollt von mir, meinen Freunden und so weiter und so fort. Ich stream's auch regelmäßig. Aktuell gar nicht so regelmäßig. Bin ein schrecklicher Lügner. Es ist einfach so, dass ich aktuell sehr viel zu tun habe und deswegen nicht wirklich zum Stream kommen. Aber es wird immer mal wieder gestreamt werden und dann könnt ihr ja gerne reinschauen. Und ansonsten lade ich auch gerne mal ein paar Videos oder ein paar Runden hier auf YouTube hoch
Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.